Hallo, lieber Wassermann, und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den August 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, und ich hoffe, es geht dir auch sehr, sehr gut. Ja, folgendes Tarotdeck siehst du vor dir. Ich verwende heute für dich das Golden Arch Nouveau Tarot, und die anderen Kartendecks, die ich dann ebenfalls noch für dich verwende, stelle ich dir dann vor, wenn es dann soweit ist. Okay, es geht los mit deiner Legung. Wir gucken jetzt mal, was im August alles auf dich zukommt. Das ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das bedeutet, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Du wirst dann schon sehen, ob es deine Legung ist oder eben nicht. Spätestens dann Ende August, ne? Okay, und dieses Orakel könnte jetzt also für dich interessant sein, wenn du den Wassermann im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Gut, gucken wir uns das mal an. Wassermann, was bringt der Monat August dem Wassermann-Kollektiv? Wassermann August, was bringt der Monat August dem Wassermann? Was bringt der August dem Wassermann-Kollektiv? Okay. Eine umgekehrte Karte. August Wassermann, okay. August Wassermann. August Wassermann. Was bringt der August noch dem Wassermann? Noch eine Karte bitte. Noch eine Karte bitte für die Wassermänner für den Monat August. Das ist ziemlich interessant. Du hast sechs Karten, Wassermann. Sechs Karten hast du. Das ist echt unglaublich. Okay, kein Problem. Ja, sechs Karten. Ich bin gespannt. Also die wollten jetzt alle bei dir raus und ja gut, dann machen wir das so. Ich hatte vielleicht mal eins, zwei oder vielleicht auch drei mit fünf Karten. Ich meine, Fische fehlt noch, aber normalerweise nehme ich ja wirklich immer nur vier Karten, aber du hast jetzt wirklich sechs Karten. Ich habe das Gefühl, es gibt einiges bei dir zu erzählen, aber lass uns mal gucken. Wir fangen an mit der Karte jetzt hier für dich unten drunter und das ist für dich im Monat August die Kernaussage, die Hauptenergie, darum geht es für dich im Großen und Ganzen. Wenn du es so möchtest, ebenfalls auch die große Überschrift und da hast du folgende Energie. Das könnte durchaus deine Energie sein, das ist der König der Schwerter. Und der König der Schwerter ist jemand, der ist auf jeden Fall sehr, sehr weise, der ist sehr, sehr erfahren, der ist auf seinem Gebiet definitiv ein Meister. Und wenn es darum geht, vernünftig zu sein, wenn es darum geht, ja, seinen Verstand klug vorzugehen auch irgendwo. Ne, vielleicht sind einige von euch im beraterischen Bereich irgendwie tätig, aber es kann sein, dass es ja wirklich deine Energie ist. Könige im Tarot, ich glaube, du hast ja auch noch einen König, wie ich das richtig gesehen habe. Und Könige im Tarot symbolisieren Meisterschaft. Meisterschaft, man hat ja etwas gemeistert. Beziehungsweise geht es darum, etwas zu meistern. Könige stehen ebenfalls auch für Führung und für Motivation. Ich bin gespannt, was dann die anderen Karten noch sagen. Auf jeden Fall, das kann durchaus deine Energie sein. Das ist hier der König. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du sehr, sehr stark in der männlichen Energie sein wirst im Monat August. Es kann aber auch sein, dass du es hier mit einem anderen Luftzeichen zu tun bekommst, ein anderer Wassermann, Zwillinge oder Waage. Was haben wir hier unten drunter? Da hast du jetzt hier die Königin der Kelche. Es kann sein, dass du es mit einer Kelchkönigin zu tun bekommst, Krebs, Skorpion oder Fische. Oder aber das sind auch die Eigenschaften, die dich repräsentieren. Dann haben wir hier die Sieben der Schwerter. Ich hatte das Gefühl, einige von euch, ihr hattet ja, ihr hattet das möglicherweise so ein bisschen mit Verrat zu tun, wenn es jetzt hier um ein Wasserzeichen geht. Wasserzeichen, Sonne, Mond, Aszendent, Krebs, Fische, Skorpion. Weil die guckt hier wirklich direkt in die Lügen hinein. Es geht ebenfalls um Betrug, Verrat. Falls das jetzt hier dich darstellt, lieber Wassermann, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass da. Also daneben sind ja direkt die Neun der Kelche. Und ich habe das Gefühl, dass du einem falschen, also für dich falschen Glücklichsein irgendwie hinterherrennst. Ja? Dass du sagst, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses und jenes erreicht habe, bin ich glücklich. Ich brauche dieses, ich muss jetzt das tun, um wirklich glücklich zu sein. So fühlt sich das Ganze für mich an, aber ich glaube, dass das irgendwie nicht so ganz der richtige Weg ist. Ja? Wir müssen da mal gucken, was dann die anderen Karten hier auf jeden Fall noch sagen, lieber Wassermann. Ich bin jetzt gespannt. Wir fangen jetzt mal mit deiner ersten Karte. Und da hast du jetzt hier die zwei der Schwerter umgekehrt.
Das kann durchaus bedeuten, dass es jetzt darum geht, dass du Klarheit gewinnst, dass du Klarheit bekommst. Weil die Karte steht ja normalerweise wirklich für Verwirrungen, Entscheidungslosigkeit, Konfusion, eine bestimmte Entscheidung immer wieder auf die lange Bank schieben. Ja? Oder aber es kann natürlich auch sein, dass einige von euch bisher immer darauf gewartet haben, dass sich jemand Bestimmtes entscheidet. Ja, das kann ebenfalls auch der Fall sein. Die zweite Schwerter sind jetzt hier umgekehrt. Also habe ich irgendwie das Gefühl, ja, es gibt ja eine Entscheidung, die wirklich dringend getroffen werden muss. Es geht darum, dass du eine Entscheidung treffen darfst. Es kann lediglich auch bedeuten, dass das Ende der Verwirrung ebenfalls angekündigt wird. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal direkt weiter. Als nächstes hast du jetzt hier, genau, da hast du noch einen König. Steinbock, Stier, Jungfrau. Also vielleicht hast du es mit einem Erdzeichen zu tun. Vielleicht geht es darum, dass du auf eine Entscheidung wartest von einem eventuellen Erdzeichen, vielleicht von einem Chef. Vielleicht bist du auch bisher verwirrt gewesen in Bezug auf dieses Erdzeichen. Aber der König der Münzen ist auf jeden Fall jemand, der hat, wie gesagt, der ist Meister auf seinem Gebiet, der hat schon sehr, sehr viel erreicht. Der ist definitiv auch erfolgreich, beruflich gesehen möglicherweise auch sehr, sehr erfolgreich. Also kann es ebenfalls auch bedeuten, dass es bei dir im August vielleicht sogar auch um Erfolg irgendwo geht, im beruflichen Bereich, im finanziellen Bereich. Ja, dass du irgendwas machst, wo du schon ganz erfolgreich auf jeden Fall bist oder dass das auf jeden Fall noch kommt. Ja, wir gucken mal direkt weiter. Die Sechs der Münzen, da geht es auf jeden Fall um das Geben und Nehmen. Es geht um Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung. Vielleicht war es bisher so gewesen, lieber Wassermann, dass du irgendwie darauf gewartet hast. Ich muss bei dir sagen, Wassermann, wir gucken da mal, womit das Ganze jetzt noch auf sich hat. Aber was ich bei dir definitiv spüre, ist eine sehr, sehr unklare Energie. Sehr unklar. Das ist bei manch anderen Sternzeichen jetzt nicht unbedingt so gewesen, bei manch anderen schon. Aber du gehörst jetzt hier zu denen, wo ich sage, okay, noch kann ich das Ganze noch nicht zu 100% greifen. Wo ich wirklich das Gefühl habe, dass du mit deiner Energie noch nicht so richtig weißt oder allgemein nicht so richtig weißt, wo vorne hinten ist, welche Entscheidung zu treffen ist. Ne, also so kommt es jetzt hier gerade durch, ne, dass du dich wirklich wie, ja, dass du dich ein bisschen orientierungslos fühlst. Und das ist genau das Gefühl, was ich jetzt hier ebenfalls habe. Die Sechs der Münzen sagen, ja, es kann durchaus sein, dass eine Summe Geld wieder auf dich zurückkommt. Vielleicht bist du auch irgendwas mit Erde, Aszendent Steinbock, Mond und Jungfrau, das kann es jetzt auch bedeuten. Oder aber du hast es hier mit einem Erdzeichen zu tun. Es kann durchaus sein, dass jetzt hier eine Rückzahlung bekommt, dass du Wertschätzung bekommst von dieser Person, ja. Kann durchaus auch sein. Lass uns erstmal weiter gucken. Das sind jetzt hier die Fünf der Kelche. Bei den Fünf der Kelchen ist es durchaus nicht unbedingt immer so, dass man das erhält, was man sich erhofft. Entweder bist du das oder hier jetzt die andere Person. Das kann durchaus sein, dass die Person vielleicht etwas mehr von dir möchte, aber nicht ganz so das bekommt, was sie im Moment möchte oder braucht. Ja, wenn du es hier mit einer anderen Person zu tun hast. Vielleicht ist es ja auch dein Partner. Ja, es kann auch dein Chef sein. Auf jeden Fall habe ich irgendwie bei einigen von euch das Gefühl, dass es hier um jemanden geht. Es kann ein Vater sein, Vaterfigur sein. Ja, der kann entweder das nicht so richtig geben, was du gebraucht hast, was du möchtest, oder aber er erwartet eben sowas von dir und hat es bisher wahrscheinlich auch nicht wirklich bekommen. Du musst dann mal gucken, wie es dann für dich passt, Wassermann. Ja, es kann sein, dass das Ganze jetzt auch eben ein Vaterthema ist. Es kann sein, dass euer Vater damals dir nicht das geben konnte, was du damals gebraucht hast. Liebe, Zuneigung, Verständnis, ne, ein Vater, der eben da ist. Oder vielleicht dein gegenwärtiger Partner. Das kann auch sein. Lass uns mal gucken, was jetzt hier kommt. Und da haben wir jetzt hier die Herrscherin. Bei der Herrscherin geht es auf jeden Fall auch wieder um Fülle. Etwas ist reichhaltig da. Bei den Fünfter Kelchen ist es auch oftmals so, lieber Wassermann, dass man sich auf etwas fokussiert, was schon passiert ist. Also das ist so eine klassische Vergangenheitskarte, dass man immer noch in Bezug auf etwas traurig ist, in Bezug auf etwas enttäuscht ist, was schon geschehen ist. Ja? Also geht es ja definitiv noch um die Traurigkeit, die Enttäuschung in Bezug auf etwas, was schon geschehen ist. Aber ich sehe hier, dass du schon starken Rückenwind auf jeden Fall hast. Also ich sehe hier definitiv Unterstützung bei dir. Sowohl finanziell, aber auch wenn es darum geht, hey, ich bin für dich da, ich sorge für dich. Ja, also das sehe ich hier bei euch. Na, lass uns mal gucken, was du hier hast. Das sind die Liebenden.
Bei den Liebenden geht es definitiv um Herzensentscheidungen. Bei einigen von euch habe ich ebenfalls auch das Gefühl, dass ihr euch nun wirklich dazu entscheidet, mehr rauszugehen. Das ist ebenfalls eine Naturkarte. Mutter Gaia könnte man ebenfalls sagen, ne, dass du dich dazu entschließt, ich gehe jetzt mehr raus. Ich sorge für mich. Ich sorge dafür, dass es ebenfalls meinem Körper gut geht. Ich kümmere mich jetzt um die Dinge, um die ich mich kümmern muss. Möglicherweise im finanziellen Bereich, beruflich gesehen, um meinen Partner, um meinen Vater oder einen Freund oder es kann auch eine Frau sein, ne? Und da habe ich wirklich jetzt das Gefühl, Wassermann, es sieht gar nicht so schlimm aus. Ja, also mit der Herrscherin, mit den Liebenden hier, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also du hast ja auf jeden Fall schon ganz gute Energien, muss ich dir sagen. Im Großen und Ganzen sehe ich hier schon gute Energien. Es geht ebenfalls darum, deine weiblichen und männlichen Anteile in ein Gleichgewicht zu bringen. Das spüre ich ja ganz, ganz stark. Wir haben hier das weibliche Prinzip und hier mit den zwei Königen das männliche Prinzip. Ja, also diese beiden Anteile in dir, die hat jeder von uns, dürfen in Balance gebracht werden. Ja. Ich nehme jetzt schon mal das nächste Kartendeck in die Hand und fange mal an zu mischen und überlege währenddessen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ich verwende jetzt für dich, das ist das Heavenly Bodies Astrology Deck von Lily Ashwell. Ja, also es geht ebenfalls darum, die Entscheidung hier für dich zu treffen, die sich für dich wirklich gut anfühlt, damit du da hier rauskommst. Ja, ich meine, so ein Trauerprozess, so ein Traurigkeitsprozess dauert seine Zeit, aber ich sehe auf jeden Fall, dass das Schlimmste, wenn ich mir die Karten so ansehe, hier auf jeden Fall überstanden ist. Weil ich muss dir sagen, du hast hier auf jeden Fall Unterstützung, du hast hier die Herrscherin, die für die Fülle steht. Das ist Stierenergie, Zwillinge-Energie, Zwillinge Waage Wassermann, Stier Steinbock Jungfrau. Ja. Also falls es wirklich so sein sollte, dass du in einer Beziehung nicht wirklich das hineingeben konntest, was dein Gegenüber braucht oder gebraucht hat oder von dir wollte, habe ich das Gefühl, das wirst du ändern, indem du auch automatisch deine Beziehung zu dir selbst verbesserst. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du ab August, vielleicht sogar auch jetzt schon, wo du das Video siehst, im Juli oder so, habe ich das Gefühl, ja, es geht darum, die Beziehung zu sich selbst auch irgendwo zu verbessern. Es kann eben so sein, dass einige von euch sich jetzt dazu entschließen, die Ernährung umzustellen. Mehr Natur, also mehr Bio vielleicht, vegetarische Ernährung, Fleisch reduzieren. Das ist auch das, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Falls du sagst, ich bin schon Vegetarierin, dann vielleicht möchtest du ja mehr Rohkost oder vegan, ne? Oder aber die Botschaft ist nicht für dich, ne? Okay. So, Wassermann, ich trinke jetzt noch mal einen Schluck und dann geht's weiter. Du hast ja auf jeden Fall zwei Entscheidungskarten. Am Anfang und am Ende. Also hier geht es bei dir ganz, ganz klar wirklich um Entscheidungen. Ja. Und es kann durchaus sein, dass es etwas mit einer Beziehung zu tun hat. Vielleicht bei einigen von euch. Wo du vielleicht bisher nicht das reingeben konntest, was du. Ja, wo du halt nicht dazu in der Lage warst. Du konntest bisher, oder einige von euch, ihr konntet bisher nicht wirklich das in die Beziehung hineinbringen, weil da irgendetwas in euch nicht gestimmt hat, weil ihr vielleicht unzufrieden mit euch selbst wart, weil ihr ein unerlöstes Vaterthema habt oder Mutterthema oder was weiß ich, was das bei euch ist. Ja, allgemein geht es jetzt wirklich darum, Entscheidungen zu treffen zu deinem höchsten Wohl, dass es dir wieder gut geht. Das sehe ich hier. Ja? Gut, Wassermann, wir gucken weiter. Was bringt der Monat August? Noch dem Wassermann-Kollektiv. Was bringt der Monat August noch dem Wassermann? Es ist einiges ein Rätsel, muss ich dir sagen. Einiges ist ein Rätsel. Gewisse Dinge fühlen sich so an, als kann man die nicht so richtig greifen. Aber lass uns mal schauen. August, Wassermann. Was bringt der Monat August jetzt noch dem Wassermann-Kollektiv? Was bringt der Monat August dem Wassermann-Kollektiv? Wassermann August. Was bringt der August dem Wassermann? Ich habe sowieso das Gefühl, dass ihr, also wenn ich jetzt hier so die Karten mische, dass ihr nicht so richtig mit mir reden wollt. Also mal gucken. August Wassermann.
August, Wassermann, was kommt noch im Monat August auf das Wassermann-Kollektiv zu? Okay. Wassermann. Gut, das haben wir. Ich würde sagen, dass ich jetzt auch mit der Karte hier direkt anfange. Das ist das 10. Haus. Moment, es geht sofort weiter. Bei dem 10. Haus geht es um Disziplin. Es geht um harte Arbeit. Es geht um Strukturen. Was es bei dir auf jeden Fall braucht, sind Strukturen. Ganz, ganz klare Strukturen, ganz, ganz klare Richtlinien bekomme ich rein. Der König der Schwerter ist auch jemand, der ist sehr, sehr strikt, der hält sich wirklich an die Regeln, der geht nach Vorschrift. Das ist wirklich jemand, der hält sich hier wirklich, der braucht Struktur. Und das ist genau das, was ich ebenfalls auch hier spüre. Das ist hier bis jetzt auch, spüre ich Steinbock-Energie. Aber auch hier kann es um deine Karriere gehen oder beziehungsweise auch um deine Lebensmission, ja. Wir müssen mal gucken, was die anderen Karten jetzt hier noch sagen, was bei dir jetzt noch rausgefallen ist. Also hier hast du auf jeden Fall schon mal das 4. Haus ist noch rausgefallen. Es geht hier auf jeden Fall um ein Familienthema bei einigen von euch. Ein Familienthema, ein Ahnenthema, deine Wurzeln, deine Herkunft, da wo du herkommst. Ja, Familienkultur. Ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr habt hier wirklich ein Vaterthema. Ich habe hier sehr, sehr männliche Energien. Ein sehr, sehr krasses Vaterthema, wo es darum geht, dass... ja, das zu lösen oder wenn es darum geht, deinem Vater irgendwie zu vergeben oder, ne, also ich sehe hier definitiv ein Vaterthema. Auf jeden Fall, dein Zuhause, Familie spielt ja auf jeden Fall eine Rolle, ja. Wir müssen mal weiter gucken. Unten drunter hatten wir jetzt Widder. Das ist jetzt hier Widder-Energie, okay, vielleicht hast du es auch mit einem Widder zu tun im Monat. August, lieber Wassermann, bei Widder geht es ebenfalls um Unabhängigkeit, es geht um Tapferkeit und ebenfalls um Passion, deine Passion, Wassermann. Ja, dein Kampfgeist, wofür lohnt es sich für dich zu kämpfen? Ja. Ja, vielleicht hast du es hier wirklich mit einem Widder zu tun aus deiner Familie, so einem Mond-Aszendent. Aber was ich da ebenfalls auch wahrnehme, es geht dabei vermehrt natürlich auch um dich, weil bei Widder, beziehungsweise das erste Haus, da geht es ja auch um dich, deine Persönlichkeit. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das Ganze bei dir ist ja definitiv ein berufliches Thema, möglicherweise auch direkt ein Geldthema, was du hast, Wassermann. Und das ist ein Vaterthema, das ist ein Vaterthema, Berufsthema, Geldthema, was du hast. Zurückzuführen auf deine Beziehung zu deinem Vater, die du hattest, oder was die männliche Ahnenlinie zuvor bei dir getan hat, um Geld zu verdienen, möglicherweise. Ja? So fühlt sich das Ganze hier auf jeden Fall für mich an. Auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass es darum geht, für dich wieder deine Leidenschaft zu finden, aktiver zu werden, rauszugehen aus der Komfortzone und diesbezüglich auch auf jeden Fall strukturiert sein und diszipliniert zu sein. Ne, vielleicht waren einige von euch ein kleines bisschen, naja, bequem oder zu oft zu Hause, habe ich das Gefühl, dass du da im August auf jeden Fall sehr, sehr strukturiert und diszipliniert bist, um ebenfalls dafür zu sorgen, dass du mehr rausgehst, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, aber ebenfalls um dafür zu sorgen, dass es bei dir zu Hause schön, friedvoll und auch gemütlich ist. Ne? Unten drunter hast du jetzt hier folgende Energie. Da haben wir jetzt hier Fischer-Energie. Bei Fische geht es um Intimität, Intuition und ebenfalls um Mitgefühl. Es kann auch sein, dass es hier mit einem Fisch zu tun hast, Sonnenmond, Aszendent, jemanden aus deiner Familie, der hier vielleicht Fische ist, vielleicht dein Vater, vielleicht auch Mutter. Das Ganze kann durchaus ein Mutterthema, Vaterthema hier sein. Unten drunter haben wir jetzt hier das 7. Haus, Beziehung. Eine innige Beziehung zu einem Fisch, Sonnenmond, Aszendent nehme ich ja ganz, ganz stark wahr. Ja, vielleicht ist es Mutter oder Vater. Das kann durchaus hier wirklich der Fall sein. Wassermann, die Energie, die ich hier wirklich bei dir wahrnehme, das ist hier alles nicht zu greifen. Wie als ob ich hier gewisse Dinge für dich nicht wissen darf, dann ist es so, dass ich das dann für dich so hinnehme, weil ich kann dir nur sagen, was ich auch... Oder ich kann nur sehen, was ich für dich jetzt sehen darf. Alles andere ist für dich bestimmt. Ja? Das hat jetzt nichts damit zu tun, weil ich nicht sehe oder kein Karten legen kann. Nee, nee. Das ist, weil ich bin hellfühlig und daher merke ich schon so ein bisschen, was abgeht. Ja? Ich habe sowieso bei dir das Gefühl, dass mehr geschieht, als du momentan erkennen kannst, Wassermann. Ja? Gerade wenn es jetzt bei dir um die Ahnen geht, wenn es um deine Familie geht, aber auch vor allem in Bezug auf deine Lebensmission. Ja, in Bezug auf deine Lebensmission habe ich das Gefühl, sei hier auf jeden Fall tapfer, sei kühn, komm hier aus deiner Komfortzone ebenfalls raus. Was haben wir hier für dich? Das ist Mars.
sehr, sehr starke Kampfes, Durchsetzungsenergie hast du hier. Und Mars herrscht über Widder. Ne? Also da hast du wirklich sehr, sehr starke Feuerenergie, ist eine sehr, sehr starke aktive Energie. Also du wirst auf jeden Fall im Monat August aktiver werden. Du kommst aus deiner Komfortzone raus. Du kommst mehr ins Tun, mehr wirklich in die männliche Energie bei dir, lieber Wassermann. Das ist genau das, was ich sehe. Du kommst wirklich mehr in die männliche Energie. Ja. Natürlich geht es auch darum, diese beiden Anteile in dir in ein Gleichgewicht zu bringen. Falls du bisher zu sehr in der weiblichen Energie warst oder ganz und gar wirklich zu überpassiv warst, was schon gar nichts mehr mit der weiblichen Energie zu tun hat, habe ich das Gefühl, die männliche Energie wird bei dir oder in dir jetzt richtig, richtig stark verstärkt. Ja? Ich sehe auf jeden Fall, dass du aktiv wirst. Ich sehe dich unglaublich diszipliniert. Ich sehe dich strukturiert. Wenn es auch darum geht, bei dir Familie, ja, wenn es darum geht, in deinem Zuhause etwas zu verändern, wenn es darum geht, aus deiner Komfortzone rauszukommen, wenn es auch darum geht, zu heilen, Fische steht ebenfalls auch für Heilung. Ja. Okay, Wassermann, wir gucken direkt weiter mit deinem nächsten Deck. Und jetzt würde ich sagen, verwende ich für dich, das ist das Psychic Tarot for the Heart von John Holland. Sehr, 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 sehr spannende Energien bei dir. Also was man bei dir auf jeden Fall schon mal sehen kann, Wassermann, ist, dass du hier generell aktiver wirst. Ja? Mars bzw. Widder steht ja ebenfalls auch für körperliche Bewegung, also Sport. Vielleicht machst du ebenfalls auch mehr Sport. Vielleicht schwimmen oder joggen oder was weiß ich. Ne? Vielleicht auch ein paar Übungen zu Hause, das kann ebenfalls der Fall sein. Ja, um deine Balance wiederzufinden. Die kam jetzt hier direkt bei dir rausgefallen. Ja, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, um ins Gleichgewicht wieder zu finden. Das ist im normalen Tarot nicht die zwei der Stäbe, es sind die zwei der Münzen. Ja? Finde hier auf jeden Fall eine Balance. Das ist hier auf jeden Fall bei dir angesagt. Nicht nur in deinen männlichen und weiblichen Anteilen, das auch, aber vor allem zwischen Berufs- und Privat- und Familienleben. Ja? Das ist hier bei dir angesagt. Aber auch körperliche Betätigung, das sehe ich, das nämlich ganz, ganz stark war mit Mars und Wetter, damit du dein Körper wieder fitter wird, damit du wieder ja, gestärkt wirst, sag ich mal, damit du wieder in dein harmonisches körperliches Gleichgewicht wieder findest. Ja? So fühlt sich das Ganze hier eindeutig an. Und ich sehe, dass du da auf jeden Fall schon diszipliniert bist. Also ich sehe dich hier um Gottes Willen nicht wirklich faul oder sowas. Ne? Oder dass es dir irgendwie an Kraft oder Motivation mangelt. Das sehe ich nicht im August. Ja? Weil ich sehe, dass du da jetzt wirklich für dich die Entscheidung triffst. Mit den Liebenden und davor sogar auch die Herrscherin. Ne, so kann es wirklich sein, dass du mehr rausgehst, mehr spazieren, mehr ans Wasser. Vielleicht gehst du wirklich mehr schwimmen, wandern oder sowas eben. Ne? Ich trinke nochmal einen Schluck und dann geht es weiter. Bei einigen von euch habe ich ebenfalls auch das Gefühl, dass ihr euch selber so ein Stück weit nicht so richtig greifen könnt. Ja, dass du vielleicht dich selber momentan nicht so wirklich verstehst. Aber trotz allem habe ich das Gefühl, das wird sich ändern. Dann guck dir das mal an. Die Freude und die Stabilität kommt hier auf jeden Fall wieder. Also bei all dem, was ich hier gerade sage, antworten hier die Karten oder die geistige Welt. Ne? Also das sind jetzt hier die vier der Stäbe und da geht es durchaus um Fülle, Zufriedenheit, Glück, Freude, Stabilität. Und hier die Nummer 4 steht für ein stabiles, festes Fundament. Also du kommst hier definitiv wieder in deine Freude. Du findest wieder deine Stabilität. Du wirst wieder mehr Spaß haben. Also das kommt, Wassermann. Ja? So, mal sehen, was jetzt hier noch kommt. August. Was bringt der Monat August noch dem Wassermann-Kollektiv? Was bringt der August noch dem Wassermann-Kollektiv? August Wassermann. Ja, dazu komme ich gleich. Wassermann August. Was bringt der Monat August noch dem tollen Wassermann? Okay. Oh, die sind schon gesprächig mit dir. Eigentlich sind sie gesprächig mit dir, aber trotzdem der Mischen hatte ich vorhin so das Gefühl, dass überhaupt nichts kommen wollte. Ne, das hat sich so angefühlt wie die geistige Welt. Deine Geistführer möchten zwar mit dir reden, aber irgendwie fällt es dir vielleicht ein kleines bisschen schwer, auch einfach mal direkt hinzuhören. Hier geht es darum, wirklich hinzuhören, nicht unbedingt auf das zu hören, was
gesagt ist oder was gesagt wird, sondern wirklich geht es darum, Energien wahrzunehmen, richtig hinzuhören, auf das zu hören, was unausgesprochen ist, auf die Energie hören, ja? Auch wenn es darum geht, wenn du dich mit jemandem austauscht, geht es nicht so sehr darum, auf das zu hören, was gesagt wird, sondern auf das zu hören, was unausgesprochen ist, die Energie dahinter wahrzunehmen. Und darum geht es ebenfalls auch für dich. Ne? Ebenso geht es auch darum, intuitive Botschaften natürlich wahrzunehmen, mit dem Herzen zuzuhören. Ja, hier ist das Herz so schön abgebildet mit diesem Anhänger. Es geht darum, Schwingungen wahrzunehmen. Und ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr könnt das. Und das hat etwas mit eurem Körper zu tun. Bei einigen ist es der Körper, bei dem anderen sind es der eigenen Gedanken. Dann ist es, hat es was mit einer bestimmten Beziehung zu tun, mit jemandem von der Arbeit, mit einem Freund. Das weißt du jetzt am besten. Ja? Okay, die Karte jetzt hier unten drunter, da hast du folgende Energie: Geben und Nehmen, die 6 der Münzen. Hier, die hast du hier ebenfalls gehabt, ne? Also geben und nehmen sich hier bei dir auf jeden Fall wieder in ein Gleichgewicht. Falls du bisher zu oft genommen hast, kommst du wieder in die Energie, wo du auch wieder mehr geben kannst. Und dadurch, dass du jetzt auch beginnst, dich selber, deine Energie, deinen Körper auch zu stärken, Wassermann, bist du durchaus auch wieder in der Lage, anderen auch wieder etwas zu geben. Weil wenn du leer bist, wenn du dich ausgelaugt fühlst, bist du dazu nicht in der Lage, andere zu unterstützen. Und im August wird sich das ja auf jeden Fall für dich ändern. Ebenso darfst du einfach mal darauf achten, wo du zu viel hineingibst, ne? Dass das in mein Gleichgewicht bleibt, lieber Wassermann. Auch zum Beispiel, wenn es darum geht, ums Geld ausgeben. Ja? Jetzt hast du hier noch, guck mal, du wirst bereit sein, die Wahrheit zu sehen, beziehungsweise geht es für dich darum, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit zu erkennen. Die 7 der Schwerter sind das. Suche nach der Wahrheit. Suche hier wirklich nach der Wahrheit. Weil, warte mal kurz, ich zeig's dir nochmal. Es gibt hier irgendeine Angelegenheit, wo du die Wahrheit nicht so richtig sehen kannst. Hier, schon wieder doppelte Karte. Ne? 7 der Schwerter sind das. Es gibt hier etwas, was du nicht richtig sehen kannst. Und es hat möglicherweise bei einigen von euch etwas mit einer Kelchkönigin zu tun, was am Fischkrebs oder Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent. Achte hier nicht auf das, was gesagt ist, achte auf die Energie. Und wenn nichts gesagt wird oder wenn sich jemand nicht bei dir meldet, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, in dem Fall. Also hier geht es eindeutig darum, dass du damit beginnst, nach deiner Wahrheit zu suchen. Nach dem Sinn deines Lebens, was ist deine Berufung, was will ich wirklich, was braucht mein Körper, was braucht jetzt wirklich meine Beziehung, dass du beginnst zu sehen, mit dem Herzen auch irgendwo zu sehen und zu erkennen, was es mit gewissen Situationen in deinem Leben auf sich hat, Wassermann. Letzte Karte aus diesem Deck, das ist der Hierophant, teach, lehren, unterrichten. Einige von euch, ihr seid dazu definitiv berufen, andere zu unterrichten in dem, was du sehr, sehr gut kannst, in dem, was du bisher gemeistert hast, wo du ein Meister deines Fachs sozusagen bist. Weil, wie ich am Anfang schon hingewiesen habe, Könige im Tarot, das sind wirklich, da geht es um Meisterschaft. Ja? Du hast hier etwas Bestimmtes gemeistert, du bist in einer Sache sehr, 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 sehr gut. Und dazu bist du definitiv fähig, das anderen beizubringen. Vielleicht möchtest du aber auch zu jemandem gehen, der dir helfen kann, der ein Meister seines Fachs ist. Das kann auch sein, ja, dass du dir wirklich jemanden suchst, der sich richtig gut mit deiner Situation auskennt. Weißt du? Okay. Ich würde sagen, das vorletzte Deck jetzt für dich. Und da verwende ich jetzt für dich, Moment, das ist das Work Your Light Orakel von Rebecca Campbell. Bei einigen von euch habe ich ebenfalls auch das Gefühl, dass sich deine Berufung oder das, was du bisher als deine Berufung vermutet hast, dass sich das ebenfalls, dass es etwas anderes ist, als das du gedacht hast. Dass du das finden wirst, was dir wirklich absolut Fülle und Zufriedenheit bringt. Das ist auch das, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Ich habe ebenfalls das Gefühl, wenn du die Wahrheit für dich herausfinden möchtest, sehe ich hier auf jeden Fall jemanden, der kann dir auf jeden Fall dabei helfen. Wenn du allgemein die Wahrheit für dich herausfinden möchtest, achte auf das, was du spürst. Achte hier auf deine Gefühle. So, lass mal sehen. August Wassermann.
August, Wassermann. Was bringt der Monat August noch dem Wassermann? Fülle deinen Brunnen. Ja, es geht darum, wieder zu Kräften zu kommen. Sich auszuruhen, sich zurückzuziehen und einfach mal in die Stille gehen. Ja? Noch eine Karte bitte für das Wassermann-Kollektiv für den Monat August. Dankeschön. Ja, also das, was du gerade durchmachst, ist ebenfalls sowas wie eine Art Einweihung, ne? Dass du momentan ja schon durch eine sehr, sehr düstere Phase momentan gehst, einige von euch. Und das, was du aber gerade durchmachst, ist wie eine Art Einweihung. Das ist etwas, das ist was sehr, sehr Wertvolles, was du gerade durchmachst. Du wirst am Ende etwas sehr, sehr Heiliges für dich finden. Am Ende wirst du sehen, dass das, was du bisher durchgemacht hast, dass sich das auszahlt, dass sich das gelohnt hat, ja, durchs tiefe Tal wirklich zu gehen. Und das, was du jetzt bisher wirklich machen kannst, Wassermann, ist wieder zu Kräften zu kommen. Mental, emotional, spirituell, körperlich. Ja, das sehe ich bei dir. Unten drunter hast du hier die Priesterin. Wo bist du aufgerufen, aufzustehen und zu führen? Du hast hier Führungsenergie, die Könige. Wo ist es für dich an der Zeit, dass du für dich oder für andere oder für eine Situation aufstehst? Und die Führung übernimmst. Ja? Für dich selbst, für dein Wohlbefinden. Auch irgendwo, ne? Das ist auf jeden Fall das, was ich bei dir wahrnehme. Ja, einige von euch, ihr habt auf jeden Fall tiefes spirituelles Wissen. Das nehme ich definitiv wahr. Und ich wiederhole mich. Du kannst anderen wirklich nur helfen, wenn du selbst in deiner eigenen Kraft bist. Ja? Wenn du körperlich dich nicht fit fühlst, wenn du allgemein in Anführungszeichen schwach bist, schwächlich oder ein bisschen schwächelst, dann bist du für andere nicht wirklich eine Hilfe. Ja? So, das letzte Deck, was ich jetzt für dich verwende, Wassermann, sind jetzt hier die Fortune Cards. Da lasse ich jetzt nochmal zum Abschluss ein paar Karten für dich rausspringen. Warte mal ganz kurz. Ja, also ich spüre dennoch, dass du irgendeiner Sache hinterherläufst, von dem du glaubst, es macht dich glücklich, obwohl es das eigentlich nicht ist. Sei dabei wirklich ehrlich zu dir selbst, sei authentisch, sei es, dass es eine Beziehung ist, sei es, dass es ein Job ist, eine Verhaltensweise, deine Berufung, was du für deine Berufung hältst. Da habe ich das Gefühl, sei hier bitte ehrlich. Ja? Ich sehe auch, dass du das auf jeden Fall im August erkennen kannst, was da für dich stimmt und was eben nicht mehr, weil du ebenfalls auch wirklich beginnst, mehr auf deine Intuition zu hören. Ja? Gut, Wassermann, ich werde jetzt diesen Stapel hier in zwei teilen und ich lasse jetzt aus beiden Stapeln Karten für dich rausspringen für den Monat August. Da bin ich gespannt. August, was bringt der Monat August noch dem Wassermann-Kollektiv? Was bringt der August noch dem Wassermann? August, Wassermann, das ist dennoch etwas, wenn ich mich auf August konzentriere und auf dich, dann ist da etwas, was nicht zu greifen ist, etwas... Es ist wie, als kann ich den August nicht greifen, obwohl das ja eigentlich nichts mit dem Monat an sich zu tun hat, sondern wirklich eher mit deiner Energie, ja? Oder sei es, dass da irgendwas passiert, was ich nicht wissen darf für dich, ja? Wassermann August. Was bringt der Monat August noch dem Wassermann-Kollektiv? Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, August. Was bringt der August noch dem Wassermann? Ist ja schön, dass ihr jetzt doch reden wollt, okay? Ich habe generell das Gefühl, es könnte einiges aufgerüttelt werden, es könnte ein bisschen stürmischer werden. Etwas wird hier in Bewegung gebracht, möglicherweise wirst du jetzt auch in Bewegung gebracht. August, Wassermann. Was bringt der Monat August jetzt noch dem Wassermann-Kollektiv? Wassermann, August. Noch einmal, Wassermann, August. Wassermann, August. August, Wassermann. Da kommt Stopp, okay. Also, damit muss ich anfangen. Pass auf deine Gesundheit auf. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Pass hier auf dein Wohlbefinden, deine Gesundheit auf. Deine mentale Gesundheit, deine spirituelle Gesundheit, emotionale Gesundheit und auch natürlich körperlich. Pass hier ein bisschen auf. Ja, aber ich sehe, das machst du. Ich sehe schon, dass du das machst, weil ich habe ja die Balance bei dir. Du bringst hier einiges wieder in ein Gleichgewicht, sodass es harmonischer wird. Ja?
Du passt ja jetzt besser auch allgemein auf dich auf. Das ist, was ich sehe. Du bist bereit, die intuitiven Botschaften deines Körpers, deiner Emotionen auf jeden Fall wahrzunehmen. Ja? So, da hast du jetzt hier die Schere. Es geht hier um, in irgendeiner Angelegenheit geht es hier um eine bestimmte Enttäuschung. Ja? In Bezug auf etwas oder jemanden bist du hier auf jeden Fall enttäuscht. Aber die Schere steht für mich auch immer dafür, dass man etwas durchschneidet, dass man etwas cuttet, sozusagen. Na? Okay, die anderen Karten. Dazu komme ich gleich. Ich fange jetzt erstmal mit den Karten an, die jetzt hier so für dich unten drunter sind. Und da hast du jetzt hier, okay, also du hast ja auf jeden Fall, es ist mehr als genug für dich vorhanden, Wassermann. Ja, also hier ist wirklich reichlich da für dich, materiell gesehen. Ja, materiell gesehen ist ja wirklich reichlich für dich da. Das ist das, was die Karte hier sagt. Hier unten drunter bei dem nächsten Stapel hast du jetzt hier, okay, es gibt hier definitiv einen gewissen Wunsch, der ist dir, der wird dir hier nicht gewährt. Und das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Du läufst hier einen bestimmten Wunsch hinterher, der hier nicht, das ist nicht deins. Das ist ja nope. Also ich sehe hier wirklich, hier ist etwas nicht für dich bestimmt. Und das hier, die 9 der Kelche, ist die Wunscherfüllung. Hier davor die 7 der Schwerter, das ist der Betrug. Du machst dir da diesbezüglich entweder etwas vor, bewusst oder unbewusst. Ja, also das ist nicht das, was für dich da sozusagen bestimmt ist, Wassermann. Muss ich dir wirklich so sagen, wie es ist. Ne? Also hier gibt es einen Wunsch, der wird nicht gewährt. Dann aber nur zu deinem höchsten Wohl. Ja? So, schauen wir mal, was jetzt hier für dich rausgefallen ist. Und da hast du jetzt hier zum einen die Feder. Jemand, den du kennst, ist ja auf jeden Fall schon, ja, definitiv leicht wie eine Feder. Möglicherweise relativ, also sehr, sehr unabhängig, möglicherweise unzuverlässig. Ja, also es gibt hier jemanden, auf den es nicht so wirklich Verlass. Vielleicht warst du auch bisher ein kleines bisschen unzuverlässig oder, ne, das kann auch sein. Ich habe auch das Gefühl, das wird sich ändern. Ne? Okay, was hast du hier? Das ist der Klee. Also du hast ja auf jeden Fall trotzdem gutes Glück. Glück kommt hier auf jeden Fall auf dich zu, Wassermann. Dann hast du hier das Kamel. Oh ja, hier musst du durchhalten. Du musst durchhalten und ausdauernd sein, wenn es darum geht, ein Problem zu überwinden. Das kann etwas zu tun haben mit dir selbst, deiner Gesundheit, deinem Wohlbefinden, vielleicht auch deiner Beziehung. Ja? Das weißt du jetzt am besten, was es ist. Dann hast du jetzt hier, okay, das ist die Ananas und da geht es um Versöhnungen. Es kann durchaus sein, dass du dich mit jemandem versöhnst oder aber du möchtest dich mit jemandem versöhnen und es klappt wahrscheinlich nicht ganz so wie gehofft. Ja? Das ist das, was ich jetzt gerade reinbekam. Was hast du hier? Okay, das ist jetzt hier die Glocke einer bestimmten Ankündigung. Okay. Etwas wird hier angekündigt. Lass mal sehen, was du jetzt hier dazu noch hast. Vielleicht bekommen wir das raus. Ansonsten wirst du das dann sehen. Ist dann wirklich nur für dich bestimmt die Botschaft. Der Hai. Hier wirst du so ein bisschen darauf hingewiesen, dass du ein bisschen aufpassen solltest in Bezug auf materiellen Wohlstand oder Reichtum, beziehungsweise auch auf das Geld. Pass hier so ein bisschen auf, oder aber da wirst du etwas verlieren. Ja, materiell gesehen, finanziell gesehen, Haie stehen auch immer wirklich dafür für Warnsignale. Ja? Dann hast du jetzt hier Bouquet, beziehungsweise der Blumenstrauß. Es kann sein, dass du hier Komplimente bekommst von einem Bewunderer, von einem Verehrer. Das kann durchaus sein. Oder aber du bekommst eine Einladung, ein Geschenk, auch sowas ist hier möglich. Es kann sogar sein, dass einige von euch vielleicht einen Verlobungsantrag, also einen Heiratsantrag bekommen. Das kann auch sein. Sage ich aber ganz vorsichtig, weil, naja, das ist vielleicht bei wenigen von euch, ne? Was haben wir hier? Blitz, oh ja. Hier wird auf jeden Fall gesagt, kontrolliere deine Wut oder deinen Zorn oder es wird dir leid tun. Okay. Ja, hier wird gesagt, kontrolliere hier so ein bisschen deine Gefühle, lass dich hier nicht aus der Bahn werfen, lass dich hier nicht provozieren. Aber für mich, Blitze stehen ebenfalls für mich dafür, dass etwas Unerwartetes geschieht, für unerwartete Ereignisse, plötzliche Ereignisse, ne, Dinge, die du hast nicht kommen sehen. Was haben wir hier? Das ist jetzt hier der Korb. Okay, es geht ebenfalls um Anerkennung und dass du hier für etwas belohnt wirst, für etwas, was du wirklich getan hast. Ja, also ich sehe deine Arbeit, deine Disziplin wird ja auf jeden Fall auch definitiv belohnt werden. Lasse bitte gesagt sein, Wassermann, dass nicht alle Botschaften zwingend auf dich zutreffen müssen. Das sind allgemeine Energien. Ja, das wirst du dann sehen, wenn es dann soweit ist. Okay, Wassermann, das war deine Legung für den Monat August. Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.